Ich verbessere 100 Stunden den FIFA 23 Account eines Zuschauers, also übers ganze Wochenende hinweg, plus den Donnerstag davor. Ihr feiert das extremst, Leute. Dank für den Support. Die letzten Videos sind einfach nur geisteskrank abgegangen. Würde mich freuen, wenn ihr dieses Video wieder supporten würdet, Leute. Ich würde sagen 1800 Likes für diese Episode, dann kommt direkt die nächste online. Und wenn du willst, dass ich deinen Account verbessere, dann folgt mir auf Instagram, jenk_jr, und schreib mir dort eine DM, dass ich deinen Account verbessern soll. Heute machen wir auch eine kleine Gute für einen guten Zweck, und zwar schreibt mir der Abonnent Mi. Was geht, Jenk? Ich würde mich freuen, wenn du meinen Account übernehmen könntest, weil ich mein Schlüsselbein gebrochen habe. Aber ernst, ich könnte Beweisvideos schicken. Ich liebe deine Videos natürlich auch sehr. Da habe ich geschrieben, schick mal Beweis, Bro. Und der hat mir direkt ein Video geschickt, beziehungsweise ein Foto, dass er wirklich sein Schlüsselbein gebrochen hat. Also erstmal gute Besserung an dich, Bro. Und mit Liebe übernehme ich deinen FIFA-Account. Also Leute, genug gequatscht. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und schreibt einen Kommentar, wie ihr die Folge wieder findet. Ich würde sagen, wir gehen rein in den Account. Bin gespannt. Ich weiß noch gar nicht, wie er aussieht. Leute, EAFC 24 steht vor der Tür. Ich verlose 3x50 € PSN-Karten zum neuen FIFA-Start, damit ihr da cool reingrinden mit ein paar FIFA-Points, die auf mich gehen. Deswegen, wenn du eine PSN-Xbox-Karte oder sonstiges gewinnen willst im Wert von 50 €, einfach den Kanal abonnieren und mir auf Instagram folgen. Das Gewinnspiel läuft auf jeden Fall noch. Denke oder Strich, der heißt sich auf Instagram. Einfach dort folgen, in DM schreiben, den Kanal abonnieren. Und das war's. Wir sind drin. Ibrahimo Flips FD mit 4800 Coins. Junge, 22 Shop-Ex. Was geht denn hier ab? Okay, das wird, glaube ich, eine witzige Episode. Wir gehen direkt in die Ziele rein. Weil der Mann hat mir schon gespoilert. Er ist fast Level 30. Ich glaube, er braucht nur noch... Ja, so geil. Wir haben dann einfach ein 30x84 Plus-Pack in dieser Folge. Garantiert 500 XP. Ja, die hole ich dir rein, Bro. Die hole ich dir rein. Er hat uns auch die Quali für die Weekend League gespielt. Richtiger Ehrenmann. Der Mann ist Division 5. Hat uns die Quali erspielt, so geil. Kuss geht raus, Bro. Hat uns das einfach erspielt, damit ich direkt mit Packs in die Folge reinstarten kann. Gucken wir an, was ist auf der Transferliste. Ey, ist so cool. Mit 22 Packs alles. Also ehrlich, das könnte eine ganz kranke Folge werden. Ich bin voll auf sein Team gespannt. Erstmal gucken, Transfermarkt sollte funktionieren. Funktioniert auch. So. Zack, easy. Jetzt ist nur interessant zu wissen, was hat der Mann schon für SBCs gemacht? Wir gehen einfach mal durch. Erstens sind echt... Oh, Biara Trophy Titan ist sogar gekommen. Sehr, sehr geil. Dann sind hier die ganzen SBCs offen. Wir dürfen uns auf jeden Fall natürlich wieder austoben. Wir machen hier gleich erstmal die Tagesanmeldung, nehmen wir mit. Und dann schauen wir uns den Verein an, gucken, ob wir direkt irgendwie ein Icon Pick, ein 93 Plus Tots Pick oder so mitnehmen können. Aber ansonsten schauen wir jetzt erstmal, was der Mann hier für SBCs abgeschlossen hat. So, hat er hier irgendwelche SBCs? Nö. Dann gehen wir einfach mal direkt auf seinen Transfererlös, würde ich sagen. Wir müssen gar nicht viel schnacken. Wir sind ja hier. Spielt da mal einen Draft? Nö, er hat noch zwei Draft-Teilnahmen sogar. Wir gehen auf die Bestenliste und schauen uns an, ob er Transfererlös hat. Hat er bitte... Bitte hast du ein bisschen Coins. Das würde mich freuen. Ja, okay. 4 Millionen. 4 Millionen, das müsste ja sein. Ghost Milan. Milian. Untrade-Sau. Okay, klingt schon nach einem Untrade-Verein hier. 4 Millionen Transferlos, 750k Spieleinnahmen. Das ist viel. Ich glaube, ich habe so 400k oder 500k Spieleinnahmen. Also der Mann ist auf jeden Fall schon gut am Suchten. Genauso wie seine Freunde. Und der Mann, dem geht's gar nicht gut. Nein. Das ist der, oder? Nein. Ich glaube, das ist der Account hier. Ibrahimo Flips. Das ist... Nein, ich habe mich vertan. Ich dachte, weil er Milian heißt. Oh mein Gott. 36.000 Einnahmen minus 9.000 Transfererlös. Das ist ein Bruch. Das ist ein Bruch. Wir gehen jetzt sofort in seinen Verein und schauen, was er hat. Ihr sucht nach den günstigsten und sichersten FIFA-Coins? Dann checkt MMOEXP ab. Hier kriegt ihr die günstigsten und auch sichersten FIFA-Coins. Mit dem Code Jenk spart ihr dazu noch 5%. Also gönnt euch. Erster Link in der Beschreibung. So Leute, Augen zu, 3, 2, 1 und durchdrücken, R3. Und wir sind drauf. Courtois, untrade. Boyd, untrade. Cordoba, untrade. Pacho, untrade. Booth, untrade. Lo Celso, tradable. 700 Münzen, dein Ernst? Den gönnt er uns, genauso wie Goretzka, untrade. Oh mein Gott, was ist das? Nkunku? Corona? Ben Yedda! Okay, wir können was damit anfangen. Ben Yedda, Team of the Season. Superman. Mané? Oh mein Gott, okay. Okay. Vlahovic haben wir hier auch noch. Der passt aber gar nicht besser rein. Wir haben hier einen R9 für die Weekend League. Sehr wichtig. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall R9 spielen. Das ist auf jeden Fall ein brüchiger Account, würde ich mal behaupten. Haben wir irgendwie Futter? Nicht genug Futter für einen Icon Pick, glaube ich. Nicht genug Futter für einen Icon Pick. Also die würde ich hier alle abgeben, theoretisch. Und alles, was im Verein ist. Wir können vielleicht versuchen, dieses 93 plus Tots oder Shapeshifter-Pick mitzunehmen. Das wäre auf jeden Fall geil, wenn wir da irgendwie einen guten Sechser oder so ziehen. Ansonsten sieht das Team gar nicht mal so kacke aus. Ich sage ehrlich, die Sechser sind ein bisschen schlecht. Mané Gold, Nkunku Gold jetzt auch nicht so geil. Aber ansonsten kann man sogar damit arbeiten. Ich sage ehrlich, das ist gar nicht mal so schlecht. Fakt ist, wir wollen auf jeden Fall am Ende der Episode komplett das Gold-Team raushaben.
Das heißt, wir müssen auf jeden Fall 5 Spieler upgraden. Und wie kann man es besser machen als mit Packs? Wir haben 22 Packs und ich hoffe, es sind einige gute dabei. Komm, hier 81 plus, 84 plus. Ja, okay, ich glaube, mit dem Futter, was wir hier rausholen können, können wir eigentlich so einen 93 plus Tots oder Shapeshifter Pick mitnehmen. Sollte möglich sein. Hier erstes Pick erstmal nicht so geil. Wir haben ja auch schlechte Packs dabei, ne? Oh, Keylor Navas, 88. Hä, der kommt nicht mal rausgelaufen. Was ist das für ein Bug? Aber ohne Sinn, den haben wir schon. Und wir müssen, haben wir den als Tradable-Version. Oh nee. Das heißt, wir müssen den jetzt direkt benutzen, oder was? Ist ja belastend. Erstmal nicht vergessen, nehmen wir noch die Tagesanmeldung mit, weil hier kriegt man immer gut Futter. Ich hoffe, er hat die letzten Tagesanmeldungen hier alle mitgenommen, damit wir hier auch ganz entspannt schon etwas weiter sind und vielleicht gutes Futter bekommen. Ja, sieht nicht so aus, Teamaufbau-Profi. Und hier, das müssen wir mitnehmen. Oh, 90er und 87er Team. Ich glaube, wir schaffen... Ja, ich weiß nicht. Schaffen wir das 90er Team? Ich glaube nicht. Wir müssen es versuchen. Ich sag ehrlich, das Pack ist echt geistkrank gut. Das müssen wir hier echt versuchen. Komm, wir nehmen alles mit, was geht. Was können wir abgeben? Wir können Vlahovic abgeben. Wir können Rumdiasch nicht, oder doch? Wir können Navas, Groß, Rodri, Goretzka ist ja in der Startelf. Mertens, Grealish, Skriniar. Oh Gott, das wird ein Bruch. Oh Gott, das wird ein Bruch. Was können wir noch abgeben? Ich glaube, wir müssen investieren. Hier Booth und, ich weiß nicht, Casemiro? Können wir noch was abgeben? Bitte. Irgendwas noch. Ich würde noch Fight abgeben, glaube ich. Damit haben wir auch kein 90er-Team. Okay, das ist belastend. Wir müssen aufs 90er-Team kommen. Das wird die Investition des Jahres, ne? Wenn wir hier draus nichts ziehen, dann wird es so belastend. Das ist so belastend. Wir müssen hier so viel abgeben. Aber egal, lieber spiele ich mit irgendwelchen bisschen schlechteren Spielern und habe dafür noch eine coole Karte gezogen. Oh mein Gott, ich glaube, wir können es gar nicht machen. Ach du Heilige. Nee, das macht keinen Sinn. Wir müssten noch ein Courtois oder so abgeben. Also wir müssten jetzt auf Navas verzichten. Wir müssen Navas discarden. Es hilft nichts. Wir müssen Navas discarden. Wir wollen ja die weiteren Packs öffnen. Ja, vielleicht können wir, wenn wir alle geöffnet haben, das Pack machen. Das wäre natürlich geil. Hier 50k-Pack haben wir. Navas muss jetzt leider gehen. Das tut schon weh, ein 88er zu discarden, wenn man hier den Account verbessern will. Aber ich sag ehrlich, wir müssen die Packs hier weiter öffnen. 50k-Pack mit einem 83 plus. Bitte wieder Bug und Walkout. Deutschland, ZTV, 85er Süle. Immerhin 85. 80er ist voll okay. Und noch ein 84er dahinter. Das nimmt man auf jeden Fall mit. Deutschland, ZM. Oh, Toni, und den haben wir auch schon. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Bitte tradable. Es ist hart. Ich guck mal, ob wir den hier noch nicht vielleicht drin hatten. Wir hatten ihn Tatsache noch nicht drin, hä? Okay, krass. Ich dachte, wir hätten den drin gehabt. Aber so könnte es klappen. Nee, es klappt trotzdem nicht. Alter, wow. Okay, was müssen wir investieren? Müssen wir Courtois investieren? Ich glaube, wir müssen Courtois investieren. Gegen wen? Aber gegen wen? Gegen den Goretzka? Okay, kann jetzt vielleicht Rumdiasch wieder raus? Ja, kann Mané raus? Oh, das ist wichtig. Wir können Mané saven. Aber Courtois können wir nicht saven, ne? Okay, dann wir müssen Mané saven. Wir geben 1, 2, 3, 4 Spieler aus dem Main-Team ab. Das tut weh. Aber wir müssen es riskieren. Wir geben sie ab. Goretzka, Kroos, Rumdiasch, Navas, weg damit. 87er-Team sollte kein Problem sein nach den ganzen Packs. Ach Gott, also wenn das Pack nicht gleich krass wird, ne? So Toni Kroos haben wir jetzt schon mal wieder, das ist cool. Ich hoffe, das war keine Fehlinvestition. Ich möchte ja den Account verbessern und nicht verschlechtern. Wir gehen weiter in die Packs. Seltenes Goldspieler-Pack, klein 82 plus 86, ja, 84er und Danovic, ist okay. Walkout, what? Aus was für Packs sind nicht schon wieder groß, oder? Thomas Müller, wichtig. Ey, wir ziehen ja auch die deutschen Walkouts, ne? Geil. Thomas Müller, der ist sogar tradable. Wir lassen ihn erstmal im Verein, aber vielleicht können wir ihn auch einfach verkaufen, ein paar Münzen hier sammeln. Thema 82 plus, gar nicht gecheckt. Das wird safe ein Walkout, oder? England? ZOM? Boah, ist das ein F. 10x 82 plus und man zieht sowas. Das ist verrückt. 2x 84 plus, komm, das sind die Packs, auf die ich hoffe. Kein Walkout. Italien, ZM, Jorginho, immerhin 85er, aber das ist halt bodenlos, ne? 2,85er aus dem 2x 84 plus Pack ist halt echt schlecht. 3x 83 plus, ich brauche hier halt so 1,89er oder so. Ja, Walkout, richtig? Okay, mein Jan, 87. 87er, mein Jan. So ein Mbappé hätte auch geschmeckt, aber nehmen wir mit. 87er, 85er, Heuberg kann weg. So, wir machen erstmal die ganzen schlechten Packs hier weg, weil wir haben da noch jetzt 5x 85 plus und so, habe ich gesehen. Also da wird das Pack auf jeden Fall gleich machen. Wir werden den Pick gleich auf jeden Fall machen können. Hier noch ein Ramos, super.
Perfect Game mit Fabian im Pack. Draft Bingo hätte ich jetzt gewonnen. Oder Pack Bingo, wie man das auch genannt hat. Wir haben hier echt noch gut viele Packs, ne? Oh, wieder Walkout. Spanien nicht so gut. Thiago 86. Komm, nehmen wir mit. Ist gut. Können wir die SBC machen. Geil. Sogar Tradable. Ja, okay, Tradable behalte ich aber, glaube ich, erst. Ich versuche die Tradables nicht einzubauen, damit wir die verkaufen können. Jetzt die krassen Packs. 2x86 plus und 5x85 plus. Komm, Walkout ist klar. Italien? Oh nee, wir haben einfach 2,86 oder wir haben Level Up vielleicht doch dahinter. Oh, okay, wichtig, eben abgegeben, jetzt haben wir ihn wieder. 93er Blaubisch, sehr cool. Zieht man doch auch gefühlt in jedem Pack, ne? Und hier werden jetzt nochmal, komm, jetzt nochmal ein Level Up aus dem hier. 5,85 plus, zeige ich mir Level Up. England? Stürmer Harry Kane? Oh, 89er Harry. Dahinter ist doch safe noch Level Up, oder? Nee, ist gar nicht. Aber okay, nehmen wir mit. Toni Kroos hier nochmal doppelt. Das heißt, wir müssen Toni Kroos auf jeden Fall wieder einbauen in die SBC. Geil, okay. Toni Kroos haben wir nochmal doppelt. Wir haben echt gut Futter jetzt gerade nochmal bekommen. Das heißt, wir haben jetzt gleich unseren 93 plus Tots oder Shapeshifter-Pick. Okay, Leute, ich habe übersehen, wir brauchen einen Team of the Week oder einen Tots. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall die Trade-Image-Player jetzt schnell verkaufen, weil Tots haben wir nicht. Ist zu teuer. Oh Gott, wir müssen die Spieler verkaufen und zwar schnell. Wer war nochmal Trader? Ich glaube Müller, ne? Wie viel kostet der? Müller liegt gerade bei 13k. Dann machen wir ein bisschen weiter drunter, damit der direkt gekauft wird. 12.000 Münzen. Hier zack. Thiago auch tradable. Auch wichtig. Thiago wird safe wieder ein bisschen weniger kosten. Auch 12k, okay. Machen wir hier so 11,5. Dann sind die beiden, glaube ich, direkt weg, oder? Sehr, sehr wichtig. Geil. Okay, Thomas ist schon mal weg. Thiago auch 27.000 Münzen. Geil. Davon kaufen wir jetzt erstmal für 12.000, 13.000 Münzen in Form. Ich hoffe, die sind nicht teurer. 84er Leno wurde gekauft. Wird reichen, oder? Jawohl. 87er Team wird abgegeben. Wir geben wieder gefühlt den ganzen Verein ab. Aber der Pick soll übelst krass sein. Ich habe den bei vielen YouTubern gesehen. Ich habe den auch selber geöffnet. Bei den meisten ist er wirklich krass gegeben. Einer von 4. 93 plus Team of the Season oder Shapeshifter oder Tots Moments sogar. Also ich bin gespannt. Komm. Toni wird natürlich wieder mit eingepackt und ihr kennt das Ganze, ne? Ihr kennt das Ganze. Die Schablone. Die Schablone. Gib uns einen Neymar, gib uns einen Mbappé, gib uns einen Messi. Wir gehen rein. Komm, zeig mal her. Was ist der erste Stat? Der erste Stat sieht eher nicht so geil aus. 88 Physis, 87 Def, 92 Dribbling. Ja, oha. Ah, okay, Nuno Mendes. Ja, ist okay. Ist okay, der ist auf jeden Fall solide. Ich sag mal so, es wird wahrscheinlich jede Karte des Teams verbessern können. Aber wir brauchen eigentlich eher ein ZM oder ein Linksaußen oder ein ZOM oder noch ein Stürmer, irgendwie sowas. Gehen wir mal zum nächsten. 91 Füße. Okay, es ist ein ZM. Und das ist kein schlechter. Oh, Theo Hernandez. Nochmal ein besserer Linksverteidiger. Der wäre geil. Okay, der wäre richtig geil sogar. Ich glaube, den werden wir mitnehmen. Theo Hernandez, Team of the Season. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt nochmal was Besseres bekommen. Weil der ist schon sehr strong. Der ist sehr, 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 sehr strong. Geile Stats. Geile Spieler, geile Karte. Gehen weiter zum nächsten. Ja, der ist wieder nicht so stark. Klaus, ey Junge, wir ziehen aber auch gerade die Außenverteidiger, ne? Und auch alle aus der, ne, alle französisch, aber irgendwie auch nicht französisch. Theo Hernandez, französisch Serie A und die beiden hier französische Liga. Ey, komm, noch ein Sechser oder so. Na, 94 Dribbling, oh, der ist stark. Pepe, ja, okay. Aber wir nehmen hier, glaube ich, Theo mit. Wir nehmen, glaube ich, Theo mit. Pepe kann nur Stürmer. Ja, der ist cool. Aber wir müssen Theo mitnehmen. Theo ist, glaube ich, hier wirklich der Beste. Ja, Leute, um ehrlich zu sein, habe ich es mir ein bisschen besser vorgestellt. Aber Theo passt sogar perfekt rein mit Cordoba. Das ist echt nicht so schlecht gewesen. Es war echt nicht so verkehrt. Wir müssen jetzt erstmal nur hier die ganzen Karten wieder aussortieren. Wir haben ja zum Glück ein bisschen was gezogen. Wir haben auch ein paar Coins, theoretisch, die wir ausgeben können. Die tun halt weh, ne? Dieser Feuz tut weh, der Courtois tut weh. Aber was haben wir jetzt noch im Verein, ist die Frage. Wir haben Blahovic noch. Wir haben Toni Kroos, den wir einbauen müssen. Den bauen wir auch hier direkt rein. ZM, zack. Wen haben wir noch? Sonst haben wir eigentlich leider nichts mehr, ne? Horvat Handanovic können wir erstmal reinstellen. Der ist ja auch Serie A. Und Jesus Navas. Eieiei. Bisher sieht das Team nicht wirklich besser aus. Eher sogar schlechter. Wir haben zwar ein dickes Upgrade auf der LV-Position, aber wir brauchen auch für jeden Fall jetzt, wir brauchen jetzt wieder bessere Spieler. Ganz, ganz klar. Ich sag ehrlich, wir müssen die Formation wechseln. Irgendwie auf eine Formation, dass wir hier den Mann hier spielen können. Blahovic. Der bringt die Chemie nach oben. Der macht das Team nochmal etwas besser. Mané ist noch da. Ja, okay. So sieht es auf jeden Fall schon mal cool aus. Ja, so kann man auf jeden Fall bisher damit arbeiten. Oh, 5x84 plus kriegen wir durch diese Tagesanmelde-SBC. Das ist sehr geil.
Also er hat die auf jeden Fall schon ein paar Mal mitgenommen. Und wir kriegen ja noch den 5. Abschluss. Das ist, glaube ich, ein 5x85 plus, oder? Ja, den 6. Abschluss kriegen wir auch noch. 2x84 plus. Ja, okay. Der 5. Abschluss morgen, der wird nochmal wichtig. Der wird sehr geil. Für euch ist es zwar nur ein kleiner Cut gleich, aber für mich ist es dann ein Tag, der sehr wichtig ist. 5x84 plus. Irgendwie noch eine geile Level-Up-Karte, Bro. Okay. Wer ist das? Frankreich? Oh, Kanté. Ja, okay. Okay. Kann man vielleicht sogar einbauen. Der Rest nicht so stark, aber Kanté ist sogar ein bisschen besser als das, was wir gerade haben. Ich weiß noch nicht, ob der chemietechnisch reinpasst. Müssen wir uns mal anschauen. Ich sag ehrlich, wenn Kanté nicht reinpasst, ich glaube, wir machen einfach Valverde rein. Valverde ist ja auch nochmal besser als Lo Celso. Der Einzige, der jetzt nur nicht auf Chemie ist, ist Mané. Ben Yedder ist auch nicht auf Chemie, was nicht so geil ist. Aber wenn wir halt Valverde rausziehen, dann geht die Chemie so weit runter. Das ist so krass. Also ich glaube, wir müssen es sogar so machen. Wir müssen irgendwie nur gucken. Ich glaube, wir spielen einfach mit dem Team. Wir könnten theoretisch natürlich auch Griezmann reinpacken für mehr Chemie. Aber ich glaube, wir müssen da leider auf Chemie verzichten und machen es so. Komm, ich stelle nochmal meine Taktiken ein. Dann hat der Mann hier auch mal ein paar gute Taktiken. Hier, Breite ist nicht so krass bei Defensiv. Eher ein bisschen Tiefe, mehr nach vorne. Aussichtlich, schön Breite im Sturm. Dann hier so zack, 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 zack. Aufstellung ist klar, machen wir eine 4-2-2-2. Ganz klassisch. So, zack, Mané auf Außen, Vlahovic und Ben Yedder in Sturm. Sehr, sehr wichtig. So fühle ich das schon mal. Die beiden machen schön die Abwehr überlaufen. Toni und Valverde, ey, beide müssen leider hinten bleiben, ne? Und Mitte abdecken. Mitte abdecken und hinten bleiben. Sehr wichtig. Und Außenverteidiger, genau dasselbe. Hinten bleiben bei Angriffen. Sehr geil. Da haben wir auf jeden Fall schon mal unsere Taktiken. Und so sieht das Team jetzt aus. Es ist doch kein Upgrade. Wir haben zwar Theo, der sehr stark ist. Wir haben jetzt Vlahovic eingebaut, der sehr stark ist. Wir haben aber auch hier ein Downgrade im Tor. Wir haben einen Downgrade auf der Rechtsverteidigerposition. Also es gleicht sich eigentlich aus. Wobei man noch sagen muss, wir haben ja noch ein paar Münzen. Ne? 14.000, wenn noch ein paar Spieler vielleicht verkauft werden, noch ein bisschen mehr. Aber ich kann nichts mehr verkaufen. So sieht das Team jetzt erstmal aus. Ich glaube, damit werden wir morgen in die Weekend League gehen. Außer wir werden morgen aus der Tagesanmeldung noch irgendwas Cooles ziehen. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns. So, Leute, für euch ist es jetzt nur ein Cut gewesen. Für mich waren es viele Stunden. Geschwitze, gezocke, und gemache. Leute, wir haben auf jeden Fall einiges wieder erledigt. So, wir haben zum einen 15 Ziele. Da bin ich noch gar nicht drin gewesen. Ich habe keine Ahnung, was wir hier noch alles abholen können. Okay, das ist erstmal alles nur EP. Das heißt, das ist jetzt noch nicht so wichtig. So, die EP wurde eingesammelt. Tagesaufgaben nehmen wir auch nochmal einmal mit. Sind auch wieder EP-Meilensteine. Ah, das ist ja quatschig. Ich dachte, wir haben irgendwie coole Sachen abgeschlossen. Aber oh, okay. Ja, okay. Wir haben 94er Chardon-Rolo abgeschlossen. Ist okay. Der passt sogar ins Team. Der ist super. Der ist super. Ist ein Upgrade. Geil. Wichtig. Ich glaube, der hat sogar echt stabile Stats. Zeig mal her, Bro. Komm mal rausgelaufen. Komm mal jetzt hier ins Team. Mein türkischer Bruder, komm in mein Team. Der türkische Bruder ist im Team. Ja, Stats sind okay. Gute Passwerte, gute Dribblingwerte, Pace ist auch in Ordnung. 4-4 leider. Dann hätte er 5 Sterne Skills, wäre der echt krass. Verliebt. Und 10 Tore von Champions. Hey, wow, krass. 82 plus Pack. Haben wir noch was abgeschlossen? Okay, was haben wir noch? Okay, hier kriegen wir 2,75-83er. Das lohnt sich nicht. Hier kriegen wir auch nichts. Müssen wir auch nicht einsammeln. Ich glaube, das war's. Grundlagen ist sowieso Quatsch. Alter Falter, Grundlagen noch nicht mal alles abgeschlossen. Crazy. Aber dann haben wir auf jeden Fall 3 Packs. Die Packs sind aber nicht gut. Also wir brauchen da gar keine Hoffnung machen. Wir werden die jetzt einmal nur ganz schnell runterziehen. Sommer, immerhin. Das waren auch die Packs, also die waren jetzt nicht wirklich krass. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt das Team nochmal schnell, weil wir jetzt natürlich noch Chalanolo einwechseln müssen, eintun müssen. Okay, wie machen wir das? Ja, wir können Toni Kroos halt viel zu langsam eigentlich für die Startelf, ne? Tut ein bisschen weh, dass jetzt Valverde keine Chemie hat. Ben Yedder hat halt auch keine Chemie. Ich glaube, wir müssen investieren. In was können wir? Wir müssen in den ZM, der Franzose ist und bei Monaco am besten sogar noch ist, investieren. Okay, es gibt eine Karte, die können wir uns sogar leisten. Die sieht gar nicht mal schlecht aus. Der ist Franzose aus der französischen Liga. Der sollte uns auf jeden Fall gut weiterhelfen. Und zwar ist das Moussa Sissoko. Hier, 92er Team of the Season. Den werden wir jetzt einkaufen. Können wir uns gerade so leisten. Kostet 20.000 Münzen. Ja, müssen noch Tots Moments einstellen. Ganz schnell hier. Oh, lol. Ey, nein, wir haben ihn verpasst. So vielleicht. Nö. So? Nö. Aber so. Okay. So, 20.000 Münzen. Komm. Ja, da ist er doch. Moussa Sissoko. Plus 1 nur? Hä?
Ich glaube, wir müssen den Manager ändern. Das ist ja lol. Warte mal. Französischer La Liga-Manager. Wird das vielleicht was? Nee, jetzt haben wir nicht mal einen französischen Manager. So, wir haben uns jetzt einen französischen Manager gekauft für 3000 Münzen. Ismail eigentlich Super League. Und er gibt Chemie. Und jetzt ist das Wichtige. Wir geben ihm jetzt Serie La Liga. Und dann haben die auch noch Chemie. Ich glaube, wir sind jetzt auf über 30 Chemie. Das wäre so wichtig. 29. Kann man aber mit arbeiten. 4 Spieler, die auch 2 Chemie sind. Ich sag ehrlich, Jesus Navas muss sowieso noch raus. Da wäre halt geil, wenn wir da einen Klaus hinbekommen. Und dann müssen wir Corona irgendwie Off-Camp spielen oder da auch irgendwas anderes Serie A-mäßiges hintun. Aber ansonsten, finde ich, sieht das Team jetzt auf jeden Fall schon mal viel spielbarer aus. Sehr, sehr geil. Und wir kriegen gleich noch 2 Red Picks, weil Leute, ich zeige euch, wie wir in der Weekend League stehen. Es ist jetzt kein krasses Ergebnis, aber es ist auf jeden Fall schon mal besser als die letzten Male, weil die letzten Male habe ich immer 9 Siege geholt. Dieses Mal dachte ich, machen wir auf jeden Fall die 11 Siege voll, weil leider die erste SBC am Anfang des Videos nicht so stark war. Und ich mir dachte, heute müssen auf jeden Fall 2 Red Picks her. Das heißt, wir gehen jetzt ins letzte Spiel und hoffen, dass wir mit diesem Team jetzt den 11. Sieg einfahren können. Ich sage ehrlich, das Team sieht mittlerweile sehr, sehr, sehr stabil aus. Ja, das Team sieht auch wieder verschwitzt aus. Mal gucken. Oh, es ist so schön mit L1-Dribbling noch so da durch. Super. Also jetzt reicht's. Ja, Digga. Es geht doch. 2-0. Jawohl, 3-0, er geht raus. Wir haben unsere 11 Siege. Oh, sehr, sehr wichtig. Ich twitte jetzt kurz die letzten Spiele, dann sehen wir uns bei den Reward. Sehr geil. So, wir sind alle Spiele gequittet, haben 11 Siege geholt, Rang 5. Wir kriegen daher 2 84 plus Picks, 2x 91 plus Red Picks, ein 50k Pick, ein 125k Pick und ich glaube 30.000 Münzen waren es. Yes, 30.000 Münzen. Ich bin gehypt. Wir brauchen auf jeden Fall einen RV, einen Torwart, einen Rechtsflügel oder einen guten Sechser. Rest ist eigentlich gut besetzt bei uns, aber das sind so die Positionen. Ich würde sogar echt sagen, einen Klaus und keine Ahnung, einen, ich weiß gar nicht, gibt es mal einen Jan als Tots? Ich bin gerade komplett verwirrt. Auf jeden Fall einen Torwart, der irgendwie Franzose ist, ein Tots ist. Keine Ahnung. Irgendwas Cooles. Wir brauchen einen RV, Torwart, Sechser eigentlich am ehesten. Aber da können wir einfach so reingehen. Da zieht man eh nichts aus diesen 84-Plus-Picks. Das ist einfach gut für die SBCs. Und jetzt kommt es drauf an. Müller, Busquets haben, es sind 2 Legenden, der Müller, Busquets, ehrlich, sehr, sehr kranke Legenden. Busquets 88 geboren, Müller 89, ein Jahr nur jünger. Crazy, die beiden. Auf jeden Fall kranke Legenden. Einer von Barca, einer von Bayern. Sehr, 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 sehr starke Spieler und sehr, sehr geile Legenden. Man denkt, ich mache hier gerade ein Legendenvideo oder so, kein Account übernehmen Video. Also, wir gehen rein in den ersten Pick. Wir wissen, was wir brauchen und ich hoffe, wir kriegen es. So, wir sind auf dem ersten, direkt ein Keeper. Okay, das ist cool. Samba, der passt perfekt. Okay, Samba Team of the Season. An den habe ich gar nicht gedacht. Der würde sogar perfekt direkt passen. Das heißt, boah, 96 Dribbling. Egal, was jetzt kommt, ich bin schon zufrieden mit Samba. Brand, wow. Dickes L. Und der letzte ist auch ein L, oder? Ja, okay. Sind Ls, aber wir nehmen Samba. Samba passt perfekt rein. Geil. Okay, damit bin ich zufrieden. Damit bin ich schon mal zufrieden. Jetzt noch ein Klaus oder so. Komm, zweiter Pick. Gehen wir mal hier rein und haben den ersten. Der 83 Physis, auch nicht so gut, ne? Zinchenko passt leider gar nicht ins Team. Ja, sieht gut aus. Könnte ein Verteidiger sein vielleicht. Tonali passt aber auch ins Team theoretisch. Okay, letzter. Schwierig bisher. Schwierig bisher. Ist auch nicht gut. Sané zum zweiten Mal. Ja, wir nehmen Tonali auf jeden Fall mit. Wir schauen mal, wie wir Samba und Tonali einbauen können. Aber Samba ist auf jeden Fall schon mal sehr top. So, Handanovic, einmal raus mit dir. Franzose, Samba rein. Sehr geil. Das heißt, wir brauchen jetzt... Ja, Tonali haben wir ja noch. Den können wir einbauen. Ich glaube, Tonali sogar gegen Cianalolo. Ist Tonali besser als Cianalolo? Er gibt auf jeden Fall mehr Chemie. Das ist schon mal geil. Okay, das heißt, wir backen ihn auf jeden Fall rein. Und dann müssen wir eigentlich nur was auf der rechten Seite machen. Die Frage ist, was wir da machen. Eventuell... Ja, wir öffnen erstmal die Packs, würde ich sagen. Und dann schauen wir, ob wir 9 Rechtsflügel und einen RV kaufen. 50k Pack Numero Uno und auch letzte Numero. Okay, wie immer. Also aus den Packs habe ich eigentlich nie Erwartungen. Aber man kann hier halt ein paar Coins mitnehmen, theoretisch. Ne? Hier zum Discarden, sagen wir mal 2000 Münzen. Die uns eventuell weiterhelfen, nochmal einen coolen Spieler zu kaufen. Und 125k Pack. Komm, wenigstens ein Special Card, dass wir ein paar Münzen bekommen. Auch nicht. Nicht mal ein Walkout. Sehr cool. Italien. Wollen wir gar nicht anschauen. Canales. Oh, ganz schwaches Pack. Ich würde sagen, die packen wir rauf auf die Liste. Rest des Karten wir.
Okay, das heißt, wir haben jetzt ganze 40.000 Münzen, um irgendwas noch zu verbessern. Okay, so sah das Team vor der Verbesserung aus und so sieht es jetzt aus. Boom, Leute, das haben wir draus gemacht. Wir haben die ganzen Goldspieler rausgehauen. Es waren 5 Goldspieler im Team. Wir haben jetzt einfach 2 rote Karten, die sehen übelst fresh aus. Wir haben ein paar Level-Up-Karten, noch eine Hero, einen Theo Tots haben wir gezogen. Hier haben wir noch einen Totsi Sokko hingeklatscht und Tots Cabella für die Chemie. Ich weiß nicht, wie gut Thiago Giallo ist auf RV, aber der wird auf jeden Fall besser sein als der Gold Navas. Und ich habe es jetzt coins technisch einfach nicht besser hinbekommen und ich würde sagen, das ist aber auf jeden Fall auch schon mehr als zufriedenstellend. Ich hatte wirklich am Anfang der Episode Angst, dass es gar nicht cool wird, weil wir halt so viel SBC-Futter abgeben mussten. Aber ich denke, es ist vollkommen in Ordnung geworden, vor allem mit den 2 Red Picks, Samba und Tonali, die graden das Team auf jeden Fall auch schon mal nochmal wieder ein bisschen besser ab. Und ich finde es cool, wir haben 33 Chemie, das Team sieht top aus. Er hat jetzt auf jeden Fall auch eine individuelle Taktik von mir, die habe ich euch ja schon am Anfang gezeigt, hier die 4-2-2-2 auf defensiv eingestellt. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich finde natürlich, es ist immer noch Luft nach oben. Du musst jetzt hier weitermachen bei deinem Account, wenn du das hier gerade siehst. Ich habe jetzt meinen Part gemacht. Du musst es jetzt noch weiter verbessern. Und wenn du willst, dass ich dein Team verbessere, wie gesagt, einfach auf Instagram folgen und schreib mir dort eine DM, dass ich dein Team verbessern soll. Und vielleicht bist du der Nächste auf diesem Account. Und vielleicht bist du der Nächste auf diesem Kanal. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's vom Video. Lasst gerne nochmal eine Bewertung da. Ich bin raus. Peace out. Ciao, ciao.